Wie viele ausgestiegene Pflegekräfte würden in ihrem Beruf zurückkehren und wie viele Teilzeitpflegekräfte wären bereit, ihre Stunden zu erhöhen? Das wollten wir wissen in unserer Studie Ich pflege wieder wenn, die wir bundesweit mit 12.700 Pflegekräften durchgeführt haben. Und wir haben festgestellt, die Bereitschaft zur Rückkehr und zur Stundenerhöhung ist erstaunlich groß. 50% der Teilzeitpflegekräfte wären bereit, ihre Stunden zu erhöhen und sogar 60% der ausgestiegenen Pflegekräfte würden zurück in ihren Beruf kommen, allerdings unter den für Sie richtigen Bedingungen. Dazu zählen ganz besonders wichtig eine bedarfsgerechte, verbindliche Personalbemessung, die es erlaubt, den eigenen Ansprüchen entsprechend zu arbeiten. Ebenso aber auch in den Betrieben eine wertschätzende Führung und Kollegialität, verlässliche Arbeitszeiten, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erlauben und nicht zuletzt auch eine angemessene Bezahlung, die vor allem Fort- und Weiterbildung berücksichtigt. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt wären, dann stünden der Pflege bundesweit 302.000 Pflegefachkräfte mindestens zusätzlich zur Verfügung. Und das ist ein Potenzial, das geeignet wäre, für echte Entlastung in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu sorgen. Alle Ergebnisse sowie konkrete und detaillierte Hinweise auf erforderliche Maßnahmen sind zu finden in der Kurz- und Langfassung der Studie unter www.ichpflegewiederwenn.de.